Hey, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie du im Intro schon gesehen hast, stelle ich heute meine Morgenroutine vor, und zwar in den Ferien bzw. während der Corona-Zeit, wie auch immer, also wie so mein momentaner Morgen meistens aussieht. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Meistens wache ich so zwischen 9 und 10 Uhr auf und das Erste, was ich mache, ist eigentlich erstmal an mein Handy zu gehen, die neuesten Dinge so abzuchecken, Snapchat, TikTok, Instagram und so weiter, WhatsApp natürlich nicht zu vergessen. Und wenn du willst, kannst du auch gerne mal auf meinen sozialen Medien vorbeischauen. Dann suche ich mir meistens ein passendes YouTube-Video raus, was ich dann anschaue, während ich mich fertig mache. Nach dem Aufstehen hebe ich dann erstmal noch mein Kissen auf, weil das fällt mir jede Nacht einfach aus dem Bett raus. Und anschließend wasche ich mein Gesicht ein bisschen und pflege meine Haut. Meistens einfach nur mit Wasser oder Rosenwasser und Creme. Und dann gehe ich auch schon in die Küche und mache mir Frühstück. Gerade jetzt, wo ich Zeit habe, mache ich mir, sofern ich alle Zutaten da habe, auch gerne mal ein etwas aufwendigeres Frühstück. Und sonst gibt es, ihr kennt mich, Haferflocken. Dann stehe ich manchmal auch vor der Entscheidung, was ich denn anziehe. Warum nur manchmal? Um ehrlich zu sein, an manchen Tagen bin ich in den Ferien einfach zu faul, um mich umzuziehen und bleibe dann einfach den ganzen Tag in meinen Schlafklamotten. Aber wenn ich doch mal Lust habe auf ein schöneres Outfit, dann suche ich mir eben die passende Kleidung raus. Dann putze ich jeden Morgen meine Zähne. Ich hoffe mal, ihr tut das auch. Und wenn ich eben Lust habe, mache ich mich noch ein bisschen schön. Also damit meine ich, dass ich mich natürlich schminke oder mal ein neues, aufwendigeres Make-up ausprobiere. By the way, ist auch neulich ein Video zu meinem Alltags-Make-up online gekommen, also schau da auch gerne mal vorbei. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum schminkt sie sich, um am Ende eh nur zu Hause rumzusitzen den ganzen Tag? Also erstens, ich mache das eh nicht jeden Tag. Zweitens, es macht mir Spaß. Und drittens, wenn ich mich schminke, dann mache ich an dem Tag meistens auch noch Bilder, TikToks oder drehe ein Video. Aber irgendwann am Vormittag fange ich dann auch endlich mal mit Schulsachen an. Also ich weiß, wir haben zwar jetzt Osterferien, aber dennoch muss ich einige Aufgaben noch erledigen bzw. mich auf die Abiturprüfung vorbereiten, wann auch immer sie stattfinden werden. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Mein Morgen ist jetzt nicht krass spektakulär, ich weiß. Und so wie im Video dargestellt, läuft auch momentan nicht jeder Morgen bei mir ab. Also oft frühstücke ich erst und bleib dann noch ein paar Stunden im Bett liegen oder so. Denn so produktiv, wie du denkst, dass ich momentan bin, bin ich eigentlich gar nicht. Naja, egal. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn ja, lass gerne eine positive Bewertung da. Und du kannst mich auch sehr, sehr gerne mit Glocke abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!